Ja, stimmt, müssen wir eigentlich bekommen. Wir bekommen nämlich auch noch eine Begleiterin namens Lydia und ja, das ist jetzt ein bisschen spoilern, aber naja, ihr kennt das Spiel ja auch schon, vielleicht haben das viele auch schon durch. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Spiel selbst besitzt, wie ihr das findet und ob ihr das auch schon durch habt. Wir treffen uns beim Wachturm, sobald sich die Rest. Jo. Aber erstmal will ich hier ein bisschen schlafen, ja? Da wird jetzt schon hell. So. Das heißt, ab zum Wachturm. Wir müssen aber dringend vorher noch mal was verkaufen. Dringendst was verkaufen. Weil wir kriegen ja gleich von den Drachen die ganzen Sachen und so. Und das wird dann auch schon ziemlich... Das sind auch schon ziemlich schwere Sachen. Noch niemand zuvor. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Geschweige denn gegen einen gekämpft. Genau das Richtige für euch. Ich habe hier einige gute... Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ja, ihr Schmiede habt auch nichts Besseres zu sagen, ne? Okay, die behalten wir. Die können wir entzaubern. Hier, das bekommst, brauche ich nicht. Im Moment zumindest nicht. Na, geil. Viel zu viel Gewicht hier, ne? Toll, eine Schere. Hier kriegst du die ganzen Barren. Hier, das bekommst du, das behalte ich. Hier kannst du haben. Hier kriegst du auch dieses. Das bekommst du. Den Eisenkolben, die Holzfäller-Axt, den Bogen. Das trage ich gerade. Davon kriegst du ein. Ja, den behalte ich auch noch, den können wir entzaubern. Kriegst du, das bekommst du alles. Das ist meine Waffe. Ja, super. Und jetzt dürfen wir eigentlich wieder viel mittragen können. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Könntet ihr euch Nord nennen, wenn ihr vor diesem Monster davonlauft? Soll ich allein gegen dieses Ding kämpfen? Nein, los geht's. Wir mit. Aber hier geht es um mehr als unsere Ehre. Denkt nur. Das ist der erste Drache, der seit dem letzten Zeitalter im Himmelsrand gesichtet wurde. Uns gehört die Ehre, ihn zu töten, wenn ihr dabei seid. Und? Was sagt ihr? Sollen wir einen Drachen töten? Ja, dann los! Ja, ganz genau! Rücken wir aus. Ja, wird auch mal Zeit, ne? Ehrlich. Oh, rücken wir ab. Und werden den Drachen besiegen. Los. So, das werden wir auch alles hier, das werde ich hier noch aufnehmen. Heute noch. Und, ja. Dann werden wir jetzt mal zum Wachturm hinlaufen. Wir sind eh schneller als alle anderen. Der Wachturm, der ist... Wo ist der Wachturm? Okay, die kommen. Und hier ist der Wachturm. Yeah. Das ist doch mal richtig nice. Ach du Scheiße, da brennt's schon. WTF. Wo bleibt ihr denn? Na kommt. Heute nochmal. Die Waffe hier, die Axt, werden wir auch auf jeden Fall verzaubern. Dann hat die nochmal doppelten Schaden. Und auch noch Schleifen und alles. Die können wir alles noch aufpolieren, aber das erst gleich. Ja, da sind sie schon. Das ging ja mal schnell. Boom, 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 boom. Okay, ich muss nochmal schnell was trinken. Dann sind die wahrscheinlich auch schon am Wachturm. Ah, leckere Nottig Apfelschorle mit 50% Frucht 50% Fruchtgehalt und ohne Zuckerzusätze. Ja, wir können. Kein Drache weit und breit.
Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Ja, da hast du recht. Es sieht schlecht aus, aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, wo... Bam! Ja, werden wir jetzt machen hier. Okay, westliche Festung entdeckt. Nein, zurück. Er ist hier immer noch irgendwo. Rocky und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Bei Shores Knochen. Das sieht nicht gut aus. Okay. Und lasst jeden Pfeil ins Schwarze treffen. Wo? Okay, leck. Wow. Na? Oh, Gott, Feuerdrache. Nein! Lass mich doch hoch, Mann. Ja, ich sehe den ja noch nicht mal. Was ist denn das für ein scheiß Drachenkampf? Ach, da. Bam! Ah, der ist schon gleich down. Das ist nicht mehr ganz so schlimm. Ja, so schießt man natürlich hier nicht. Okay. Da ist er. Er kann schon gar nicht mehr fliegen. Das heißt, es ist eigentlich schon ein leichtes Spiel für uns. Und er hat uns erwischt. Und er ist down, meine Freunde. Vergewissern wir uns, dass diese Riesenechse auch wirklich tot ist. Verdammt gut geschossen, Jungs. Pfeile. Knochen. Geld ohne Ende. Pfeile. Rüstung. Ah, geil, wir kriegen noch mehr zum Verzaubern. Das ist doch geil. Und hier eine Wachrüstung. Naja, ne? Naja. Okay, er verbrennt hier anscheinend. Waffen muss ich immer wieder meine schöne Axt und die Frames sind gerade extrem unten. Naja, richtig heftig. Nur wegen hier so ein bisschen Feuer. Boah, what the fuck? 10 Frames. Drachenseele aufgenommen. Okay. Na, heftig, was? Ne, das kannst du nicht. Ich fasse es nicht. Ihr seid... Oh ja, das bin ich. Drachenblut. Wovon redet ihr? Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen. Wer hätt's gedacht? Ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Versucht, einen Schrei auszustoßen. Das wäre ein Beweis. Den alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Stimmt, mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenbluthelden erzählt. Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden, wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Okay. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen... Gut, dann müssen wir hier mal einen Schrei auslösen. Zerstörung. Schreie. Unerbittliche Macht. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Sie tauchen... Was für eine Macht ist das?
Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenbluthelden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Geil, ne? Ärgert ihr nicht, ne? Boom! Kommt schon, Irilet, sag doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblutgeschichte? Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Wir haben hier einen toten Drachen, und das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Huskarl. Ihr seid kein Nord. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen und Legenden. Das war ein Schrei, was ihr da gerade fabriziert habt. Das muss einer gewesen sein. Das ja, bin ich. Hä, was ist denn das? Hä? Was ist ein Drachenblut? Oh, leckt mich am Arsch. Gut, wir gehen jetzt wieder zurück. Zum Jarl. Und werden von der ganzen... von den ganzen Erlebungen hier... berichten. Und werden sagen, dass wir ein Drachenblut eventuell sind. Und dann werden wir mal gucken, was... wie sich's weiterentwickeln wird. Und die Framerate ist gerade ziemlich am Abkacken. Ja, vielleicht muss ich die Grafik doch nochmal runterstellen. Ich spiele sie ja auf hoch. Aber beim Drachenkampf hat man schon gesehen, wie übelst das geleckt hat. Weil ja halt so viel auf einmal da passiert ist. Und, upp. Was war das denn? Wenn das mal nichts mit unserem Schrei oder mit unserem Drachen hier zu tun hatte eben gerade. Oha. Hart, hart. Oh, gehen wir wieder hier rein. Und wir sind bald wieder eine Stufe aufgestiegen. Das geht ja alles ratzifatzi, ne? Das geht ja alles wirklich ziemlich, ziemlich schnell. Außer die Ladezeiten hier nicht. Gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Also kehrt um. Ja, das ist auch so eine kleine Nebenquest, da habe ich jetzt aber keinen Bock zu. Die können wir später noch machen. Wir werden auch nicht nur die Hauptstory hier spielen, sondern auch Nebensachen machen. Aber im Moment erstmal nur Hauptdings, Sachen, Dingens, Bummens, weil ja gut, ne, weil